Was geht ab, man OZ Fighter Hoser hier und heute lässig zum Sonntag, würde ich mal sagen, zum Team Rating Video Nummer 65. Vielen lieben Dank auch für die ganzen Einsendungen diese Woche. Falls ihr wie immer wissen wollt, wie ihr dran teilnehmen könnt, der Link dazu ist in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit der Frage oder mit der Einsendung von der letzten Woche an. Denn da seid ihr am Ende eines Videos ja immer ihr gefragt. Und in den Kommentaren habe ich auch wirklich sehr schöne Teamkonstellation gesehen für unseren Boy, The Real Boy. Er hat uns da sein Team eingesendet, er hat uns geschrieben, Hashtag Team Osodo, hey Osodo, was könnte ich verbessern bei meinem Pure Saints Team? Bist der beste Bruder, Dankeschön. Schöne Grüße gehen raus an dich, danke für das Kompliment. Und zwar habe ich euch, wie gesagt, das Team gezeigt und ihr wartet in den Kommentaren gefragt, Punktzahl, was würdet ihr ändern und so und so fort. Und da kam wirklich auch, also Shoutout an euch, da kamen wirklich sehr gute Einsendungen, beziehungsweise sehr gute Ratschläge. Ist immer cool, wenn ihr mitmacht, Freunde. Das freut mich auch auf jeden Fall, wenn wir auf jeden Fall gemeinsam auch mitmachen und was mitnehmen können. Jedenfalls habe ich so ein paar rausgepickt, um es dann quasi richtig zu sagen. Gab es ein, zwei Änderungen, die man machen sollte? Das hier hat es auf jeden Fall auf den Punkt gebracht, beispielsweise. In der ersten Rotation spielt man hier dann auf jeden Fall physisch Super Saiyan Vegeta mit in Super Vegeta. In der zweiten spielst du dann deinen Super Saiyan 4 Vegeta mit Super Saiyan 4 Goku. Und schlussendlich dann quasi als Supporter nimmst du zwei Supporter mit rein. Zum einen kannst du mitnehmen auf jeden Fall Parus und Broly. Sehr gute Supporter rein raus sortieren. Und zum anderen würde ich Super Saiyan 3 Bardock mitnehmen. Super Saiyan 3 Bardock ist an sich ein individuell starker Charakter, aber auch ein Supporter dann für die Super Types. Wenn die HP 70% und drunter sind, gibt der 40% für diese. Dementsprechend vielen lieben Dank für die ganzen, für die Einsendung auf jeden Fall. Erstmal von der letzten Woche von unserem Boy, The Real Boy war das. Und natürlich auch für eure Ratschläge oder dafür, dass ihr an sich einfach mitgemacht habt, Freunde. Und sehr schön, genau. 8 von 10 Punkte würde es von mir auch geben. Und das wären auch so die Änderungen, die ich machen würde, um echt zu sein. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Dann machen wir mal hier weiter mit der ersten Einsendung dieser Woche. Und zwar diese ist von unserem Boy Goku-san. Lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar schreibt er uns hier an der Stelle erstmal, machen wir das mal so. Hashtag Team Osodo. Würde mich echt freuen, wenn du mein Android-Team bewerten würdest. Keep it up mit deinen Videos. Hier geht raus. Dankeschön, was geht ab. Und zwar gucken wir uns auf jeden Fall jetzt sein Team an. Wir haben ein Android-Team. Jeder Charakter gehört dementsprechend zum Leader-Skill. Das tun sie. 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awake. Ebenso 8 von 10 Punkte. An sich schon mal sehr schön. Kann man auf jeden Fall spielen. Warum nicht? Aber wenn wir uns die Charakterliste mal ansehen, dann ist das folgende Charakterliste. Und ich würde erstmal straight sagen, aus deiner Charakterliste, aus den Androids-Charakteren, die du hast, meiner Meinung nach, man könnte natürlich auch physische Charaktere mitnehmen, unter dem Leader-Skill von C17. Ich habe jetzt leider keine physischen Charaktere von dir. Nicht schlimm, aber unter dem, wie gesagt, unter dem Leader-Skill von C17, beziehungsweise aus deiner Charakterliste, aus den Androids, würde ich sagen, hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Man könnte vielleicht noch C18, C18 mitnehmen, vielleicht statt den LA Androids, weil sie nicht auf 100% sind, oder statt C16 oder halt C17, aber ich würde mal sagen, so wie es ist, laut deiner Charakterliste passt das, weil ein C17 ist ja auf 100%, kannst du auf jeden Fall spielen in der Rotation mit dem MVP C17, sage ich mal. By the way, kann man beide spielen, weil die natürlich einen anderen Namen haben. Der rechts ist, der hat Future im Namen, aber im Endeffekt, Freunde, also die C18 könnte man vielleicht mitnehmen rein, rotieren statt C16, aber ich habe immer einen Grafen erstellt, sieht erstmal viel aus. Was ich dann quasi einen kleinen Tipp dir geben würde oder könnte, wenn du es nicht schon weißt, ist, nutze auf jeden Fall deinen Freund C17. Wenn du C17 als Freund nimmst, C21 gibt es auch als Android-Leaderin, kannst du auch mitnehmen. Jedenfalls, wenn du C17 als Freund nimmst oder C21, kannst du auf jeden Fall einen von beiden mit LSL in der Rotation lassen. Zum einen gibt C17 Support-Aspekt durch die Key, durch die Passives. Sie linken sich aber auch mit Shocking Speed und Fierce Battle. Mit C21 ist auch, glaube ich, ganz minimal. Ich glaube, nur Big Bad Boss ist. Fierce Battle sollte auf jeden Fall am Start sein. Und Big Bad Boss eigentlich. Jedenfalls könntest du LSL auch mit C21 spielen, wenn du sie als Friend nimmst, wie gesagt, mit den Androids. Androids, es geht, die sind nicht mehr so solide wie damals, also sind eigentlich mehr nice to have, kannst trotzdem spielen auf jeden Fall, aber wenn du den Friend involvierst, hast du zwei gute Rotationen, sei es du behältst dein MVP C17 mit dem Future, der ist gar nicht mal so schlecht nach seinem Awakening, sorgt für gute Orbs, Attack und Death 70% waren das, glaube ich, also hat auf jeden Fall auch einen Attack und Death Boost. Und oder könntest du auf jeden Fall dann deinen MVP C17 mit C16 spielen, linken sich auch mit drei Linkskillen. Oder wie gesagt, könntest dann eben C16, wie du es machst, rein und raus rotieren. Er ist ein guter Tank, da kommen auch die Voice Drops mal wieder zu schauen. Ist ein guter Tank, kannst auch rein und raus rotieren. C21 als Supporterin, sehr gut. Und die anderen Charaktere wären halt so, sag ich mal, vor allem die hier, die Reihe wären halt
andere Partner für LSR, zum Beispiel ECS ist auf jeden Fall sehr gut und die anderen Perfect Set C21 könnte man auch mitnehmen, mit ihm in der Rotation klatschen, zur Not, warum nicht. Man hätte noch zum Beispiel Android C17, Hellfighter 17, falls mal euch fragt, aka welche guten oder welche Alternativen würde es geben oder an sich halt Android Charaktere, die man auf jeden Fall spielen kann. Das wäre so die untere Reihe, gibt natürlich ein paar mehr, aber die sind so, wo man auf jeden Fall mit leben kann. Der hier auf jeden Fall nach seinem ECA. By the way, bin ich mir gerade nicht sicher, ob auf Global schon sein ECA hat. Ich meine nein, aber auf JP hat er sein ECA. Dementsprechend auf JP kann man auf jeden Fall auch spielen. Zum Beispiel mit einem LSL in der Rotation. Aber ja, das ist quasi. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall aus seiner Krankenliste das, was hier zur Verfügung steht. Alles richtig gemacht. 9 von 10 Punkte. Und genau, da wollte ich eben noch ein paar andere Android-Charaktere einfach mal zeigen. Vielleicht, ja, wenn sich ein oder andere fragt, Androids. Okay, gibt es eigentlich gute? Gibt es viele Androids? Gibt es solche Androids? Gibt es schon ein paar. Gibt es schon ein paar auf jeden Fall. Aber ist halt schade. Sowas. Ich finde es schon schade. So, ich meine, Androids Team. Ich würde nicht sagen, dass es vielleicht ein underrated ist. Ich denke eher, es gehört zu der Kategorie von Teams, die übersehen sind oder übersehen werden. Ganz einfach, was sage ich damit? Es sind gute Teams, es gibt wirklich gute Teamkonstellationen mit Androids oder mit solchen übersehenen Teams. Aber man findet sie halt gar nicht, also kaum die Leader, kaum in der Kracklist, in der Friendlist. Und dazu gehört auch das nächste Team von unserem Boy hier, Akuma Red Fox, die ihm dann fürs Einsenden. Und bei diesem Team finde ich es extrem schade, werdet ihr gleich sehen. Hey, so, ich schicke dir mein Universe Survival Saga Team zum Bewerten. Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen. Danke schon mal. Kein Thema, mein Boy. Denn dieses Team hier an der Stelle, Moment, muss ich ganz kurz mal aufpoppen hier. Genau. Dieses Team ist für mich auch leider Gottes ein übersehenes Team. Auf Global hat es ja Hit. Auf JP kommt er jetzt, wenn nicht sogar heute Abend oder morgen, jedenfalls die Tage. Aber meiner Meinung nach zum einen wirklich eines, das mit, es zählt für mich mit einem zu den besten Teams. Ganz einfach, schaut euch mal das an. Wir haben Hit in der Rotation mit Jiden. Die zwei allein sind schon wirklich ganz, ganz gut, linken sich wirklich sehr gut. Dann haben wir MVP C17 und LRGF. MVP C17, guter Charakter, vorbereitet für LRGF. Alles wird angenommen und zwei Spitzen-Supporter für dieses Team. Und Freunde, da kann man auch nicht meckern, da will ich nicht meckern, da sage ich einfach straight, das ist für mich das beste Hit-Team. Also gibt es direkt alles in Max-Aurel, ja, außer hat es richtig gemacht. So oder so, bestes Hit-Team für mich oder an sich Universe 7-Team. Universe 16 und für mich eben auf jeden Fall hier an der Stelle 10 von 10 Punkte und deswegen finde ich es halt bei so einem Team schade, das ist für mich ein übersehenes Team, ja, wenn ich das so sagen darf, übersehen sind halt eben die Teams, die wirklich gut sind, aber man spielt sie halt kaum, weil man die weil man die Friends kaum in der Friendlist findet, bei Hit finde ich das wirklich schade, weil schaut euch mal verdammt nochmal bitte dieses Team an, 5 Linkskids, Hit und Jiden. Hit und Jiden an sich sind zwei Spitzencharaktere, linken sich sehr solide. Hit kann durch die Passive, Jiden kann durch die Passive dafür sorgen, dass Hit quasi seine volle Pass bekommt, wenn der Gegner stunt. C17, ein exzellenter Vorbereiter für LRGF, linken sich mit 4 Linkskids und wir haben exzellente Supporter, die man rein und raus rotiert. Darunter ist eine Free-to-Play und ist wirklich ein sehr guter Supporter, Kale. Ich finde es schade, dass so ein Team wirklich nicht häufig gesehen wird oder in dem Fall der Leader, sei es Hit oder Jiden. Finde ich wirklich schade, dass man die relativ selten, also ich glaube schon, dass ich das so sagen darf, dass man sie relativ selten sieht, aber wirklich dieses Team ist eine reine Bombe, Freunde. Und da finde ich es halt dann auch wirklich in der Hinsicht schade, dass man, wenn man solche Teams hat, die halt kaum spielen kann, das ist, ja, ich weiß nicht. Ich würde es geil finden, wenn die an sich mal für jeden Leader einfach, dass du einmal am Tag jeden Leader, Kategorie-Leader mal so einfach wählen darfst. So wie im Super Battle werden die Leader vorgeschlagen, dass du das einfach, dass dir das einfach zur Verfügung steht in Dokkan. Und du weißt, was ich meine? Oder dass an sich mal ein bisschen, ich meine, die Änderung von dem Friends-System war schon relativ gut das letzte Mal, aber ich könnte es, ich würde es geil finden, es auch ein bisschen verfeinern, dass man auch so Charaktere findet, die man halt spielen will. Weil im Endeffekt müsste es ja andere Spieler setzen. Ein anderer Spieler muss Hit setzen, Jiren setzen, dass du ihn nehmen kannst. Aber das macht halt niemand. Das finde ich schade. Da werden halt nur die Mainstream-Charaktere gesetzt, gespielt. So überwiegend jetzt zum Beispiel die ganzen Goethe, also Broly, die rauskamen. Vegeta jetzt neulich. Und da geht halt so ein Spitzenteam. Ich rede gerade lang drüber, aber es ist halt wirklich ein geiles Team. Es ist wirklich ein geiles Team. Die Synergie ist 1A. Also wirklich links, rechts fliegen die Super-Attacks. Also ihr müsst nicht mal euch anstrengen. So. Ihr könnt auch blind einfach ein paar Sachen tippen. Sofern die Rotation da stimmt, dann macht das Team alles selbstständig, sag ich mal. Wirklich ein sehr schönes Team. Wirklich ein sehr, sehr cooles Team. Freut mich. The True One, lieben Dank fürs Einsenden hier. Das ist das nächste Team. Und so machen wir das Ganze erstmal so hier.
Hashtag Team Ozone, das ist mein Pure Saints Team. Wüsste gerne, ob ich das ändern soll oder ob das Team optimal ist. Bin mir nämlich mit Evo Vegeta unsicher. Danke und bleib wie du bist. Danke, mein Boy. Lieben Dank. Und zwar haben wir folgendes Team. Alle Charaktere gehören zum Leader-Skill. Yep, 6 von 10 Punkten. Also Max Level, Max Level 8 von 10 Punkten. Schon mal ausgewählt. Sehr schönes Team, sehr schöne Rotation. LR Goku mit LR Majin haben Over the Flash Shattering Limit. Äußerst wichtig für LR Goku, vor allem weil er auf die Ultra Super Attack kommen will. Das sind schon mal Straight Key plus 5 durch die Link-Skills. Wir haben Super Saiyan Legendary Power. Andere Rotation, 6 von 7 Link-Skills. Die zwei vierfachen. Sehr, sehr schöne Rotation. Heißt im Endeffekt, rotieren wir Thales rein und raus. Perfekt. Macht seinen Job auf jeden Fall solide als Supporter. Transforming geht, hauen wir auch auf jeden Fall raus. Mitnehmen ist ein guter Charakter, solider Charakter, den man rein und raus sortiert. Würde es mit dem einen oder anderen, zum Beispiel mit Margin Vegeta, würde ihn noch Same Pride geben und so und so fort. Also auf jeden Fall auch ein solider Rotationscharakter. Ich meine, wir müssen ja rausrotieren dann in dem Setup, der ist ja der Leader. Aber zu deiner Frage, lass mal kurz die Charakterliste durchgehen. Wegen Evo Vegeta, du bist mit ihm unsicher. Und ich sag dir eines. Evo Vegeta könnt ihr auf jeden Fall spielen. Evo Vegeta könntest du in dem Setup zum Beispiel spielen mit dem Transforming Vegeta. Sie teilen sich 5 Link-Skills. Super Saiyan, Prepare for Battle Royal Lineage, Fierce Battle und Prodigies. Kann man auf jeden Fall machen. Könntest du machen dann im Endeffekt, wenn er zu God-Stufe geht oder Blue. Würde noch Warrior Gods quasi hinzukommen. Was den Angriff Link-Skill anbelangt. Bei God Vegeta würde natürlich Over the Flash kurz weg sein. Beziehungsweise hätte Evo Vegeta kein Over the Flash. Lange Rede, kurz Sinn, kann man auf jeden Fall spielen, müsste es aber dann quasi eine Rotation auflösen oder ich sag mal zum Beispiel Full Power Goku würdest du raushauen für den Evo Vegeta, dann würdest du Transform Vegeta mit Evo Vegeta spielen, deine 2 LN Rotation und dann könntest du noch einen Support reinpacken, wie zum Beispiel Super Saiyan 3 Bardock, ein sehr guter Charakter individuell, bekommt einen Support Aspekt, wenn die HP unter 70% droppen oder an sich irgendein anderes Supporter, zum Beispiel Toda, Super Saiyan 3 Goku GT, warum nicht ein Supporter mit Over and Flash, ist immer gut für LN Super Saiyan 3 Goku, aber muss nicht sein. Denn dein Evo Vegeta hat keine Dupes, dein Full Power Goku hat ein Dupe, dein Goku hat 3 Dupes, also könntest auf jeden Fall diese vierfache Rotation belassen. Wie gesagt, du warst dir unsicher, könntest auf jeden Fall Evo Vegeta spielen, aber dann würde ich auch sagen, aus deinem Crack ist auf jeden Fall alles richtig gemacht, das Team passt. 9 von 10 Punkten. Dann, meine lieben Damen und Herren, kommen wir auch zum letzten Team, beziehungsweise zu dem Thema, das ihr gefragt seid. Ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll. So, like legit, ich weiß es halt legit nicht. Aber, ja genau, im Endeffekt seid ihr quasi gefragt, Freunde. Lasst mich wissen, was ihr zu dieser Anfrage hält, beziehungsweise wie ihr es bewerten würdet, was ihr gegebenenfalls ändern würdet. Die Auflösung gibt es dann in der nächsten Woche. Er fragt uns, unser Boy GamerFather. Hashtag Team Ozuru, das ist mein Fusion-Team. Ist das gleiche, was du auch im Show ist für LR Goku und Vegeta Gogeta benutzt hast. Gibt es schon heute bessere Alternativen und sollte ich vielleicht in Super Gogeta gegen Strength EZA Gogeta tauschen? Ha, die Frage leite ich eben mal quasi an euch weiter. Und zwar ist das zum einen seine Krankheit, geht er, gibt den ganzen eine Punktzahl, beziehungsweise das ist sein Team, sorry, ja, geht hin, gibt die Punktzahl für ihn, gibt Verbesserungsvorschläge gegebenenfalls und dann gibt es die Auflösung quasi am Anfang des Videos der nächsten Woche. Freunde, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen, beziehungsweise, was heißt jetzt schon mal, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Irgendwie ein komisches Ende gewesen, weil ich gerade legit nicht wusste, was ich gerade mache, aber GG. Bis dann, peace.